Und damit willkommen zu einer weiteren Folge Pokémon Rot Randomizer Nuzlocke Challenge. In der letzten Folge haben wir Göni besiegt, den guten Giovanni, der Jonathan hieß, der gute Jonathan. Wer das nur sein kann. Aber gut, wir fahren jetzt auf jeden Fall nach Lavand... Oder vielleicht nicht. Wobei, ich kann doch... Kann ich euch schon das Tafelwasser geben, ihr geilen Schnitten? Ja, ja, das... Für... Natürlich, ich habe nicht mal die Auswahl, du klaust es mir einfach. Wir können nach Safronia. Dann scheiß auf Lavandia. Dann sind wir in der Folge eben in Safronia. Kann ich hier wieder Tränke kaufen im Markt oder darf ich nicht? Heißt das, wir können hier schon rein? Nicht, oder? Ja, ich bin verdächtig und Team Rocket halt illogisch. Wir können hier auf jeden Fall Psychokinese bekommen. Die wahrscheinlich gerandomized ist in irgendeinem Shit. Ja, 29 TM. Habe ich die schon mal gehabt? Nein. 29 und du bist Psychokinese, wirst aber zu oh, eine Attacke. Erstmal aufschreiben. Boah, Psychokinese wird zu Hornattacke, das ist... Vertania könnte Psychokinese, logisch, aber Hornattacke... Oh, da tut mir schon weh in der Seele. Nein, geh mir aus den Augen. Dann fahre ich hier mal ein bisschen rum. Ich meine, wir könnten auch Kikli Nocchan in der Kampfarena bekommen. Was bedeutet? Wir gucken mal rein, welches Level die haben, aber erstmal will ich hier in den Markt. Ihr verkauft auch keine Tränke, oder? Ihr seid doch dazu fein für. Oh. Ich meine. Davon nehme ich mir doch gerne mal 10 mit. Luftseil, Hyperheiler, ja. Ich sollte eigentlich mal die ganzen Heil-Items verkaufen. Also, sprich, Aufwecker, Eisheiler, Paraheiler, Gegengift-Bullshit. Und daraus Hyperheiler machen, einfach für den Platz. Aber solange ich es nicht unbedingt nötig habe, kann ich noch drauf scheißen. Wir haben jetzt Hypertränke. Ich meine, ich habe jetzt keinen Bock drauf, also mache ich es jetzt nicht. Wir gehen jetzt mal in die Kampfarena, in die Psycho-Arena noch nicht. Die machen wir nach Fuchsaniasse. Wir können sowieso nicht rein. Cool. Ja gut, dann nimmst du das ab. Aber die werden zu stark. Das will ich nicht. Sanji, du gehst durch die Kampfarena, oder? Ich meine, sind sowieso gerandomized. Also hätte Vertania nicht unbedingt einen Vorteil. Das Kampf-Dojo. Was es nie zu einer Arena gebracht hat. Der Brieschkuler. Hi, Glurak. Aber wieder frage ich mich... Wow, Level 31, wirklich. Was machst du gegen Talos? Okay, die haben hier also schon über Level 30. Das wusste ich nicht, aber... Ist so mein Level. Und Glurak kann halt nur Glut. Glurak ist so ein armes Mann. Ich meine, Bisasam kann Rasierblatt. Shiggy hat halt auch nur die Aquaknarre, aber ist immer noch besser als Glut. War das gerade ein Heuler? Ja, es müsste trotzdem one-hitten. What? Ruckzuck, keep go! Alter, Ruckzucki belohnt sich schon. Ich meine, er hätte mich verbrennen können, da wollte ich nicht. Nidoqueen, Alter. Die kommen ja aber auch gleich ganz krass an. Will ich Sanji? Ich will eigentlich Sanji nicht gegen kämpfen lassen. Aber Tardos in den Doppelkick von Nidoqueen? Auch nicht unbedingt. Vertania vielleicht? Es kann nur Giftstachel. Es ist effektiv, aber es ist nur ein Giftstachel. Ich hätte Krabhammer auf Herbig. Verkackt. Und ich glaube, du kannst keine Bodenattacke. Von dem her hätte ich auch einen Blitzer gehen können für die Hydropumpe. Aber was nicht ist. Kann auch werden, das gibt keinen Sinn, weil ich dich jetzt besiege. Dum, dum, dum. Und natürlich kritisch. Aber geil, Vertania. Du machst die Giftmons fertig. Level 31 hast du dir verdient. Ich meine, mit Traumversagen. Giflor! Da kann ich ehrlich gesagt gleich drin bleiben, oder? Überlegen, hab nichts wirklich Besseres, also ja. Erstmal ja drücken. Auf jeden Fall habe ich jetzt was Zuverlässiges gegen Giflor. Ich meine, Blättersand ist sein stärkster Angriff. Und das macht mir halt gar nichts. Go. Wow, Alter, deine Spätze ist ein bisschen krass. Kein Bock drauf, vergiftet zu werden. Nee, nee. Schlafpuder funktioniert noch auf Pflanzenmonster. Damit muss ich erst klarkommen. Das ging halt in der 6. Gen nicht mehr. Das ging wahrscheinlich schon vorher nicht mehr, ich weiß es nicht. Es ging in der 6. nicht. Das weiß ich.
Alter, was ist das für ein Spätzwert? Das Ding ist ein Giftmon. Ja, ultra super geil effektiv. Die Attacken von mir. Tschüss. Ich glaube, Giflor ist ein cooles Gen 1 Mon. Ich liebe Giflor. Ich habe es halt nie benutzt, weil auch in Revo zum Beispiel hatte ich Bisaflor. Dann willst du keinen Giflor, wenn du Bisaflor hast. Ja, Bisaflor ist schon, sind beide cool. Ich würde mir, glaube ich, einen Giflor nehmen, wann immer ich keinen Bisaflor habe. Und ich nicht die Schnauze voll habe von Pflanzengift-Mons. Welche es halt so einige gibt in der Gen. Du bist stark. Aber du kannst halt nichts aushalten. Vor allem, wenn ein Heuler misst. Ja. Dicta ist halt frail as shit, dafür schnell und stark. Porygon. Oh. Normalmon schickst du mir mal raus, das ist ja süß. Holy shit, tu es weg. Porygon ist auch anscheinend nicht so schnell. Dann war ein Crit. Ich meine, das Dicta habe ich ohne Crit gemacht und dich sehr effektiv muss ich mit einem Crit machen. Da siehst du mal die Verteidigungsunterschiede zwischen Porygon und Dicta. Gleicher Schaden, aber das war gerade ein Crit sehr effektiv. Und vorher war es halt ein Doppelkick. Ich zertrümmere Steine mit bloßen Händen. Und die Steine zertrümmern meine Hände zurück. Aber ich bin ja dumm, das merke ich gar nicht. So, was hast du? Naja, Satzenia ist Giflor nicht so unendlich. Also gehe ich doch wahrscheinlich mal raus in mein Vertania. Wobei du wahrscheinlich ja auf Giftattacken gehst. Was mir nicht gefällt. Oder gleich mal auf Schlafpool, das kann ich aber auch. Und ich kann das anscheinend besser, weil ich treffe. Compound Ice, Junge. X-Angriff. Oh, jetzt ist das Gift tatsächlich gefährlich. Aber du brauchst ja eine Runde, um aufzuwachen. Und ich bin schneller, also... Wow. Was ihr für Spätzwerte habt, das ist unglaublich. Schlaf mal bitte noch eine Runde, dann muss ich nicht auf Konfusion gehen. Weil jetzt eine Giftattacke würde mir wehtun. Und schläft. Easy, gewonnen. Selbst wenn der Traumfresser jetzt ein KP übrig lässt, kann ich auf Konfusion gehen. Weil es, wenn es aufwacht, in der Runde kann es nicht angreifen. Gen 1 halt. Sanji erreicht Level 28. Wann hat sich das geändert? War das in Gen 2 schon anders? Oh, guck mal. Ja, Vertania, die Level verdienst du dir wirklich. Oh. Von selbst? Das wusste ich nicht. Aber ich meine, leck mich Konfusion, ne? Tschüss, hast gut gedient. Hast sehr gut gedient. Ich meine, schon im Wald damals gegen den Gengar. Gegen das Gengar, gegen die Gengar. Keine Ahnung. Aber gut. Konfusion, wir verabschieden dich. Hast uns gut gedient, tatsächlich. Go, mehr Kämpfe. Yeah, am Arsch zieh ich mir die Schuhe aus. Dann seid ihr alle tot. Dann seid ihr alle tot. So, Breeze Cooler dort natürlich. Ein Lavados, aber... Wenn man ein Lavados nicht fangen muss, ist es nur ein Pokémon, welches Tados absolut gar nichts kann. Tados, go! Hallo. X-Angriff. Das steigert aber deine Feuerattacken nicht und deine Schnäbel werden halt richtig krass resistet. Nochmal. Das kann man stacken? Gib mir aus den Augen. Deine Schnäbel könnten jetzt fast 2 KP Schaden machen. Geh weg. Fast. Glurak hat überlebt, aber Glurak hat geheulert, glaube ich, davor. Tentacha. Wie sage ich nie Tentoxa? Wie sage ich nie Tentoxa? Sanji, du machst das. 3 Level noch auf Tados und wir bekommen den Erdbeben for free. Richtig nice. Dann lernst, glaube ich, nur noch Explosion. Und Fun Fact. Ich habe nicht vor, ihm Explosion beizubringen. Steinhagel lernt Tados nicht von selbst. Und die Steinhagel TM wurde ja zu Turmkick, Sprungkick, Sprungkick, was anderes. Das heißt, wenn wir nicht irgendeine Lucky TM finden, die zu Steinhagel wurde, bleibt es bei Erdbeben. Dodri, da bleibe ich nicht dran. Wo gehe ich rein? Nach Komptados oder Lightning, ich meine Lightning Donner. Nee, komm, pushen wir jetzt Erdbeben. Erdbeben wird uns super helfen. Erdbeben wird gut, Erdbeben wird schön. Unsere Level sind also gerade schon für die Kampfarena gemacht. Das ist... X-Angriff. Wäre gefährlich, wenn du Nahkampf könntest. Tschüss. Aber das kannst du aus 2 Gründen nicht. Gen 1 gibt das nicht und ich glaube, Dodri kann das an sich nicht. Oh nein, du bist schneller, Ruckzucki. Ruckzucki bist so geil auf Tados. Das lohnt sich voll. Das freut mich, dass sich das echt lohnt.
So, du? Kämpfst du noch? Wieso ist denn das Pokécenter Musik? Was soll das denn? Ja, ja, ich fordere dich heraus. Easy. Easy. Easy, so easy. Hallo. Wie geht es Ihnen mit Imponita? Natürlich. Der erste hat den Nidoqueen und einen Glurak. Hier gibt es einen Lavados und du hast natürlich einen Imponita. Level 37. Und ich brenne. Alles klar. 37? Was hat denn der normal für Pokémon? Ich wäre ja tot, wäre das ein gutes Mon. Tardos? Hilfe? 37 ist eine Ansage. Stellt euch mal vor, das könnte jetzt auch irgendeine Kampfattacke. Hätte ein Problem. Geh auf Steinwurf. Nicht heulern. Das kann ich nicht gebrauchen. Oh, komm, Tardos. Egal, wenn du weiter auf Glut gehst, ich meine. Tardos! 9 KP! Tardos, das wäre jetzt cool, wenn du langsam triffst. Und einen Routenschlag, Alter. Der Setup ist real. Tschüss. War schön. Bitte nichts Gutes, weil sonst bin ich tot. Irgendwas, das Blitzer machen kann, komm. Ja, ich möchte wechseln. Und zwar wechsle ich in Lightning. Will damit die Explosion triggern. Oder das Finale wäre besser, weil Explosion ist stärker. Gehe dann wieder raus in Tardos und hoffe, dass es das aushält. Ist ein Level 37er Smogmog. Nein, bitte nicht. Ich nehme den Supertrank. Ich habe Respekt. Gesunden Respekt. Slumber. Zum Glück sind Giftattacken physisch. Das heißt, die machen mir erstmal gar nichts. Ja, und ich steinwerfe dich jetzt, bis du explodierst. Ich könnte natürlich wechseln in Vertania, aber da will keine solche Attacke abbekommen. Hier wäre Erdbeben jetzt schon echt cool, muss ich gestehen. Weil Smogmog hält das natürlich gut aus. Und gleich kann ich nur noch auf Sprungkick gehen. Und das macht Smogmog halt ganz und ich bin vergiftet. Wunderbar. Smogmog müsste den Kampf gewinnen, wenn ich nicht gegenheile. Was halt echt traurig ist ein bisschen. Top genesen Geister. Wo sind meine Gegengifte? Davon habe ich 20. Erstmal 20 Verbrennung Gegengiften. Tackle? Alter, 5 KP, was ist das für ein Super Smogmog? Smog ist okay. Kann mich zwar vergiften, aber solange es das nicht tut, ist ja gut. So, deine 4 Steinwürfe davon müssen ein paar treffen. Dann wäre schon ganz angenehm. Naja, super, danke. Alter, was ist das für ein Smogmog? X-Angriff. Gut, jetzt heile ich auf jeden Fall, wenn der Steinwurf nicht trifft. Ruckzuck muss reichen. Weil jetzt habe ich Angst vor einer Explosion, ganz ehrlich. Tschüss. Alles klar. War ein guter Kampf. War ein guter Kampf. Ich meine, Smogmog auf dem Level ist halt, wie ihr seht, schon ein Kampf, wo ich heilen muss. Ich bin leider nicht würdig, absolut korrekt. Preisgekröntes Pokémon. Was habe ich zur Auswahl? Ich kann Simsala haben. Oder ein Austoss. Wobei ich sagen muss, Simsala, Leute. Wo habe ich das Kampfdojo aufgeschrieben? Auf der Rückseite. Arktos, aber das Top des Mewtwo. Habe ich das irgendwo aufgeschrieben? Kraftwerk Azuria, bla bla bla, Dumpfossil. Nein, was? Saffronia City, oder? Saffronia City. Möchtest du Nocturne, den Meister des Boxkampfs? Nein. Auch so würde ich lieber Kikli nehmen, aber. Es ist ein Sala, ja. Das. Natürlich. Ja. Wie nenne ich einen Simsala? Wie nenne ich einen Simsala? Geile Bockwurst. Nein, keine Ahnung. Bockwurst? Nein, ich mag dumme Spitznamen nicht. Dann fühle ich mich immer traurig.
Wie nennt man einen Simsala? Ich habe keine Ahnung. Ich benutze also wie nie eins. Nennen wir dich mal Petr. P-E-T-R-R-R. Boah, ich nenne dich einfach wirklich Pedda. P-E-D-D-A. Pedda! Geil. Ich muss jetzt leider sagen, das will ich haben. Und zwar lieber als Vertania. Ich guck mal, welches Level es hat. Wenn es Level 5 ist, dann ist es Level 5 und ich nehme sie nicht mit. Und ich weiß nicht, in welchem Level die Dozomons sind. Vor allem könnte ich dir vielleicht sowas beibringen wie Hydropumpe. Jeder konnte Hydropumpe lernen. So, welches Level bist du? Ich will dich angucken. Aber ich muss erst ein Pokémon lagern, oder? Ja, komm. Vertania, komm. Ich will damit nicht sagen, ich will Vertania mitgeben. Pedda ist Level 30! Ich meine, ich habe Vertania gerade erst die Schraubfresser beigebracht, aber ein Level 30 Simsala. Boah. Guckt euch den Spitzwert an. Teleport, es kann auch Psystrahl. Es kann halt den Traumfresser nicht, weil es keine Schlafattacke hat. Lernt Simsala noch Hypnose? Ich meine, Simsala, Leute. Alles klar. Ich würde sagen, falls euch diese Folge gefallen hat, dann noch bitte positiv bewerten, Kommentar abonnieren. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich habe ein Simsala. Es tut mir so leid für Vertania. Ich liebe Vertania, aber ich habe ein Simsala. Simsala wird hundertprozentig an irgendwas Dummes von mir sterben. Dann kommt Vertania wieder ins Team. Aber bis dahin. Doch, ja. Ich könnte dir 100 Tage beibringen. Terminus raus. Und tschüss.